wahrscheinlich müssen wir uns darauf vorbereiten, dass wir mehr Koalitionen bilden müssen, dass wir äh, mit Ländern, die weiter interessiert sind darin, nicht Macht, geostrategische Macht zu optimieren, sondern den Wohlstand der Bevölkerung. Musik Die letzten 20 Jahre waren zweigeteilt, kann man sagen. Von 2000 bis 2010 in etwa hat die Globalisierung noch mal ordentlich einen Zahn zugelegt. Der Handel wuchs deutlich schneller als die Produktion. Die Welt hat sich globalisiert. Dann kam die große Krise. Nach der Krise müssen wir feststellen, dass die Globalisierung sich nicht weiterentwickelt hat. Wir haben zwar weiter Handelswachstum, aber der Handel wächst verhalten, nicht mehr schneller als das Bruttoinlandsprodukt, sogar langsamer über die Zeitreihe hinweg, sodass wir eher eine ganz schleichende, langsame, aber doch Deglobalisierung feststellen als ein weiteres Ansteigen der Globalisierung. Auf der Produktionsseite ist es so, dass wir da auch eine Zweiteilung haben. Zwischen 2000 und 2008 wurden sehr viele Freihandelsabkommen geschrieben, es gab immer noch einen kooperativen Geist. Äh, auch die Krisenbewältigung 2008 war davon beseelt, die, äh, die G20 wurden deswegen ja ins Leben gerufen, das hat funktioniert. Aber auch da sehen wir seit 2008 einen schleichenden Sittenverfall. Äh, es wird immer mehr Protektionismus betrieben, der teilweise absurde äh, Züge annimmt, aber immer das Ziel hat, ausländische Wettbewerber zu benachteiligen. Da gibt es viel Evidenz dafür, dass das rund um 2008, 2009 deutlich stärker geworden ist und weiter zunimmt. Der amerikanische Präsident ist schwer zu durchschauen. Er verfolgt sicherlich nicht den liberalen handelspolitischen Ansatz, den der durchschnittliche Ökonom anwenden würde, der sagen würde, wir sind alle besser dran, wenn wir Barrieren aus der Welt schaffen und unsere zum Beispiel verteilungspolitischen Ziele mit verteilungspolitischen Instrumenten im Inland verfolgen. Er hat eine andere Taktik. Er möchte die Dominanz der USA weltweit weiter aufrechterhalten. Er möchte Amerika wieder groß machen. Amerika hat verloren in den letzten Jahren gegenüber China und anderen Emerging Markets. Das ist ein Faktum, das missfällt ihm, das missfällt vielen Amerikanern. Und er setzt Handelspolitik ein, seine geostrategischen Rivalen klein zu halten. Und äh, weil die Amerikaner so viel mehr importieren, als sie exportieren, sitzt er dabei durchaus äh, auf dem längeren Ast. die amerikanische Handelspolitik ist aus ökonomischer Perspektive kein guter Deal. Wenn wir uns fragen, was brauchen wir eigentlich, um möglichst viel Wohlstand zu schaffen für die Menschen auf der Welt und auch in den USA, dann kommen wir als Ökonomen doch immer zum Schluss, ein Handelskrieg brauchen wir dafür nicht, ganz im Gegenteil, der schadet. Wenn die Zielfunktion aber eine andere ist, die darin besteht, die geostrategischen Rivalen klein zu halten, dann äh, ist die Optik eine andere. Dann kommen wir schnell mal zum Schluss, dass es für ein Land, das einen großen eigenen Markt hat und das äh, sehr viel importiert und wenig exportiert, äh, durchaus Sinn machen kann, mit Zöllen äh, zu eine Verlagerung der Produktion aus dem Ausland in das Inland zu erzwingen und damit handelspolitische Partner, bisherige Partner zu schwächen. Wenn das das Ziel ist, ein geostrategisches, ein machtpolitisches Ziel ist, äh, dann äh, kann man das mit diesen äh, Maßnahmen erreichen. Aber wohlfahrtsökonomisch ist das keine gute Idee. Es war richtig, dass Europa gegen die Zölle des Herrn Trump bei Stahl und Aluminium mit Gegenzöllen reagiert hat. Das befiehlt die WTO-Logik. Die WTO funktioniert deswegen, weil sie unter bestimmten Bedingungen und Regelwerken vorsieht, dass sich Länder gegen die Regelverletzung anderer wehren dürfen. Im Idealfall sollte dieses sich wehren dürfen dazu führen, dass die Länder ihre Regeln gar nicht verletzen. Wenn man das also einfach hingenommen hätte, dann wäre Trump wahrscheinlich einfach nur bestärkt worden. Und er hätte die Smithschen, von Adam Smiths kommenden Berger daneben gewinne einfach eingestreift und hätte sich ins Fäustchen gelacht. Insofern ist eine robuste Haltung gegenüber den USA wichtig, allerdings hilft die nicht, wenn die amerikanische handelspolitische Logik nicht eine ist des Wachsenlassens von positiven Summen, sondern eine Nullsummenlogik ist. Wenn das die Logik ist, dann müssen wir in Europa gänzlich neu nachdenken. Wahrscheinlich müssen wir uns darauf vorbereiten, dass wir mehr Koalitionen bilden müssen, dass wir mit Ländern, die weiter interessiert sind darin, nicht Macht, geostrategische Macht zu optimieren, sondern den Wohlstand der Bevölkerung, dass wir uns zusammenschließen, dass wir einen WTO-B-Plan entwickeln äh, und diesen Plan ausarbeiten, ins Schaufenster legen, damit Druck machen. Ich glaube, das wäre wichtig, um Trump und den Amerikanern zu zeigen, äh, dass wir auch ohne sie können. Nicht gerne, aber wenn es keine Alternativen gibt, müssen wir darauf vorbereitet sein. よし。